entweder sterben wir oder sterben wir. Also es gab nur die zwei Möglichkeiten. Es war so kaum und schwer, wir beide zu leben. Wie können wir halt mit dem Rest von der Familie auch leben? Mit dem gleichen Lohn, mit dem gleichen Geld. Wie seid ihr dann weitergekommen, dass ihr in Deutschland zu Fuß von Griechenland? Von Griechenland nach Österreich zu Fuß. Rund 6,6 Millionen Syrer mussten ihre Heimat verlassen. Ahmad Boubati ist einer von ihnen. Er ist 23 Jahre alt, lebt seit 5,5 Jahren hier in Mühlacker und er erzählt uns heute seine Geschichte. Unsere Spielzeuge damals waren Metall von Raketen, die übrig waren halt, oder von den Pistolen, die auf dem Boden überall waren. Wir haben die einfach gesammelt und direkt in 10 Minuten trifft eine Pumpe direkt unter uns aus. Dann lag einer auf dem Boden, der wurde im Herz erschossen. Ich habe wie eine Verrückte geschrien. Und die Frage immer noch war, warum sollten wir nicht ausziehen? Woanders, aber wohin? Habt ihr euch dann zur Flucht entschlossen oder wurdet ihr gezwungen, irgendwie das Land zu verlassen? Das war gar nicht im Plan. Also wir haben die ganze Zeit die ganze Sache miterlebt. Wir wollen rausziehen, aber wohin? Da ist die Frage. Ich komme aus Damaskus, ja. Jeder denkt, Damaskus war, gab es gar keinen Krieg. Oder bis jetzt heutzutage, jeder, der mich fragt, wo ich komme, ich sage aus Damaskus, der denkt, Damaskus, da gab es gar keinen Krieg. Aber ich war in Damaskus, ich habe das Ganze erlebt. Und die Frage immer noch war, warum sollten wir nicht ausziehen? Woanders, aber wohin? Bis wir entschlossen haben, dass ich mit meinem Vater nach der Türkei reisen soll. Und meine Mutter und Geschwister bei meinem Oma und Opa dort bleiben mussten, bis wir halt ein bisschen Geld sparen dort in der Türkei und die wieder holen können. Das Geld sogar für die Reise, das haben wir von den Bekannten ausgeliehen. Wir haben gesagt, okay, wir lehnen das aus, dann reisen wir hin, sammeln ein bisschen Geld, sparen wir ein bisschen Geld auf der Seite, dann holen wir den Rest von der Familie. Und dann seid du und dein Vater, ihr seid dann in die Türkei? Genau. Und wie ging es dann weiter? Einen Monat habe ich da gearbeitet, einmal habe ich da gearbeitet. Bis wir langsam das Geld gespart haben, haben wir den Rest von meiner Familie geholt. Die ersten zwei Monate, drei Monate. Bevor die kommen, es war so kaum und schwer, wir beide zu leben. Wie können wir halt mit dem Rest von der Familie auch leben? Mit dem gleichen Lohn, mit dem gleichen Geld. Wie ging es dann weiter von der Türkei, bis ihr in Deutschland wart? Wir waren über Griechenland, erstmal mit dem Boot. Wir sind mit dem Boot zum Griechenland. Wie muss ich das vorstellen, so ein kleines Schlauchboot oder? 7 Meter. Wir waren 50 Personen auf dem Boot. Wir haben damals probiert, mit dem Boot hinzufahren. Die ersten zwei, drei Mal haben gar nicht funktioniert, wegen die Wellen im Meer. Bis der Schlapper erst damals dann gesagt hat, okay, heute ist der Meer ruhig, wir können reisen, wir können hinfahren. Das war um 12 Uhr Abend. Wir sind auch so circa 5 Stunden im Meer geblieben, bis wir an der Griecheninsel angekommen sind. Hattet ihr keine Angst? Entweder sterben wir oder sterben wir. Also es gab nur die zwei Möglichkeiten. Entweder sterben oder jetzt sterben. Aber die Art und Weise ist halt anders. Aber wie viel wart ihr da von deiner Familie? Deine Mutter war dabei, du warst dabei? Ich, meine Mutter, mein Vater, mein kleinen Bruder und die Frau von meinem Onkel. Mit ihrer kleinen Tochter halt, die war 2 Jahre alt. Wir sind im Januar von der Türkei rausgeflüchtet, also Richtung Griechenland. Das war auf jeden Fall auch so kalt im Winter. Von Griechenland haben wir versucht, nach Mazedonien und Serbien und so weiter und so fort nach Deutschland weiterzukommen. Damals waren leider die Grenze zu. Dann sind wir einen halben Monat in Griechenland geblieben, an der Grenze, in Zelten, keine Häuser, kein warmes Essen, kein Essen, überhaupt kein Essen, kein Trinkwasser. Wir haben nur das gegessen und getrunken, was die Leute dort für uns gebracht haben. Wir waren sogar so, 2000, 3000 Leute, einfach im Wald. Wir haben einfach gewartet, bis die Grenze wieder offen geht.
die Flugzeuge, die Kriegsflugzeuge waren die ganze Zeit über uns. Ich habe Videos davon. Das war dort auch wieder gar nicht anders, was ich in Syrien erlebt habe. Weil arme Flugzeuge, Raketen nicht, aber das war auf jeden Fall schlimm. Wie seid ihr dann weitergekommen, dass ihr in Deutschland zu Fuß von Griechenland? Von Griechenland nach Österreich zu Fuß. Wie lange wart ihr unterwegs? Das erinnere ich mich gar nicht mehr daran. Wie war das, so eine lange Strecke mit so vielen, auch kleineren? Ja, eben. Wir haben dort eine Schlapper gefunden. Wir haben gesagt, wir wollen mit dir nach Deutschland reisen oder weitergehen. Der hat gesagt, ja, innerhalb zwei Tage, dann seid ihr dort. Ihr gebt mir das Geld hier. Wir mussten nur eine Stunde laufen und dann geht's mit dem Auto weiter. Aber das war gar nicht so. Soweit ich mich noch daran erinnere, mindestens ein Monat, bis wir in Österreich angekommen sind. Weggehen von denen dürfen wir gar nicht, oder beziehungsweise wir können gar nicht. Wir waren die ganze Zeit bepfeift nicht. Drogen hatten die auch dabei. Es gab Frauen zwischen uns, Kinder. War das das Schlimmste von der Flucht, oder? Es gab noch schlimmer, wo wir zwischen Kosovo, Serbien und Mazedonien. Wir waren in der Eckpunkt. Wir wollen weiterlaufen. Das war um so Mitternacht. Der hatte gesagt, Polizei ist vorne, wir müssen uns verstecken. Nachdem wir 5 Stunden gelaufen, berghoch, ich hatte meinen Rucksack dabei und die Tochter von meinem Onkel habe ich auf meinen Brust getragen. Und wo er gesagt hat, wir müssen uns verstecken und ein bisschen chillen oder kurze Pause machen, ich habe mich einfach auf den Rücken gelegt und direkt geschlafen. Sekunden. Und wo ich aufgestanden, ich gucke um mich herum, da ist keiner. Ich bin allein im Wald, mitten in der Nacht, mit einem kleinen Baby. Was soll ich machen? Und wo ich aufstehen wollte, ich merke, dass einer von hinten mich runterzieht und er sagt, ruhig bleiben, Polizei ist vorne. Habe ich ein bisschen meine Eltern gerufen, dann habe ich gemerkt, dass sie hinter die Bäume sind. Es war so kalt, sodass ich halt zu meiner Mutter langsam so versteckt reingekommen. Habe ich gesagt, nur mich anfassen, nur, fass mich nur von der Seite an, ich will nichts mehr. Wir haben keine Deckel dabei, ich habe geweint von der Kälte, ich habe nur ein bisschen Wärme, von dir nur ein bisschen Wärme. Und in diesem Punkt waren wir, soweit ich mich noch daran erinnere, mindestens eine Woche im Wald drin. Wir haben von den Bäumen Blätter gegessen. Es war eine so eine Bach oder keine Ahnung. Wir haben von dem getrunken und das war's vor 7 Tagen. Und die sind halt noch Geschichten, die ich immer noch merke. Aber das war noch schlimmer. Heftig, absolut heftig. Ihr habt es dann nach Deutschland geschafft, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Ja. Wie war das dann? Ihr konntet wahrscheinlich keiner von euch Deutsch. Ihr seid in einem fremden Land, fremde Kultur, fremde Sprache. Wie war das? An der Grenze, wo wir von Österreich nach Deutschland gekommen, wir waren im Zug. Und direkt an der Grenze war Polizeikontrollpunkt. Und wo die in den Zug eingestiegen und nach dem Ausweis gefragt haben, habe ich gemerkt direkt, dass wir irgendwas anders jetzt erleben werden. Da habe ich gefragt, Germany, Polizei Germany? Dann sagte er, yes, yes, Germany. Ich habe mich so gefreut, so gelacht, so geschreit. Germany, echt Germany? Really, Germany? Da hat er gesagt, ruhig, ruhig. Dann haben die uns zu einem Camp gebracht, die normale Kontrolle durchgeführt. Dann sind wir mit dem Bus, die haben uns mit dem Bus nach Hannover geschickt. Dort waren wir so circa 2-3 Wochen. Dann haben wir Transfer gehabt, also die haben uns nach Hamburg geschickt. Und in Hamburg, die ersten 2 Tage waren ein bisschen schlimm, weil wir sind in eine Wohnung gekommen, wo es einfach leer. Wir hatten kein Geld, damals war auch Ramadan. Wir wollen was zum Essen haben, bis wir halt auch Hilfe von den Nachbarn bekommen haben. Und ich bin so dankbar für die Nachbarn. Die waren auf jeden Fall die erste Hilfe, man sagt so. Die waren auf jeden Fall die erste Hilfe für uns.
Also ihr hattet gleich nette Begegnungen in Deutschland. Ging das auch so weiter? Habt ihr auf jeden Fall keine negativen Erfahrungen gemacht? Am Anfang gar nicht. Gab es irgendwo einen Punkt auch, vielleicht mit Ausländerhass oder wo es hieß, hey, du blöder Flüchtling, geh zurück, wo du hergekommen bist? Nicht mit dieser Art und Weise, aber anders, ja. Ich war mit meiner Mutter, meine Mutter trägt Kopftuch, wir waren in Pforzheim. Sie hat gesagt, ich warte auf dich da, geh, hol du die Sache und ich warte auf dich da, ich setze mich auf die Bank. Und in der Zeit, wo ich hin und zurückgekommen, sehe ich eine Frau, die im Gesicht meiner Mutter schreit und sagt, Arabia, Saudi Arabia, geht Saudi Arabia, kein Kopftuch hier, Islamisten, geh aus Saudi Arabia. Damals konnte ich auch gar nicht Deutsch wie jetzt. Dann sind wir einfach abgehaut, ohne sie irgendwas zu sagen. In mir drin war eine große Feuer, aber ich konnte damals nichts was sagen. Oder meine Mutter zumindest beschützen. Wie geht's dir jetzt? Was machst du beruflich? Ich mache jetzt Ausbildung zum Siebdruck, Medientechnologie bei der Firma Steuler in Mühlacker und nebenbei auch selbstständig. Ich habe mir eine kleine Gewerbe angemeldet, von daheim aus. Ich mache Werbung, Hochzeitfilme, Filme, das Ganze, was ich halt in den letzten Jahren gelernt habe, durch die Praktikums und die Workshops und die Reisen hier und her. Dann habe ich mir entschieden, warum soll ich meine Erfahrung einfach zu umsonst lassen? Warum baue ich nicht meine Zukunft dadurch, durch die Sache, was ich gelernt habe? Und ich nutze das aus, sodass ich auch auf die beiden Beine stehe. Nicht nur Ausbildung, sondern auch nebenbei in meine Freizeit halt auch was sinnvoll zu machen. Vermisst du ab und zu deine Heimat? Vermisst du Syrien? Wie soll ich das beschreiben? Weiß ich persönlich gar nicht. Weil wenn ich sage, ich vermisse meine Heimat, Heimat ist nicht nur das Land, wo man lebt oder geboren ist, sondern halt auch die Freunde, die Familien, die Umgebung. Und wenn ich jetzt mich so frage, ist noch irgendwas von denen dort geblieben? Nur wenig. Wen soll ich dann vermissen? Die Erde dort, die Steine, die Leute, die übrig geblieben sind, nur ein paar von meiner Familie. Oder meine Erinnerung, die ich verloren habe, von meiner Kindheit, von der Zeit, der ich halt mit meinem Opa gelebt habe zum Beispiel. Mein Opa ist seit einem Monat gestorben, der ist gegangen. Er hat die alle schönen Erinnerungen mitgenommen. Und ich durfte ihn auch gar nicht zum letztes Mal sehen. Ich darf ihn auch gar nicht beabschieden. Ich bin hier da, die Erinnerungen sind nur im Kopf und im Herz. Aber von den Erinnerungen, was ist dort geblieben? Ist nichts. Freunde, die meisten sind gestorben oder geflüchtet. Familien sind jetzt verteilt über der Welt. Es ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Frage. Aber du hast zumindest hier in Mühlacker in der Region deinen Frieden gemacht. Du hast hier Freunde gefunden, ja, einen Beruf eben, gefunden. Eben. Ich bin auch sehr dankbar für das, was ich jetzt gerade habe. Meine Eltern sind um mich herum. Die sind alles gesund. Ich bin gesund. Ich baue meine Zukunft. Ich denke, das reicht erstmal so. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Dankeschön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da.